Ja, willkommen zu einem neuen News-Time-Video und beziehungsweise Info-Time-Video. Und ja, ich hätte da zum einen zwei Sachen, die ich vermerken möchte. Das eine ist, ich habe jetzt einen Streamplan per einer Excel-Tabelle eingerichtet. Die findet ihr, wenn ihr unter meinem Kanal-Info die Links durchblättert. Dort findet ihr die Stream-Tabelle, oder wenn ihr halt auf dem Server seid, findet ihr sie unter Ankündigungen und Updates. Dort habe ich nämlich einen Link gepostet, wo man zu der Tabelle kommen sollte. Ja, dort steht auch ungefähr bis recht genau die Zeitangabe drin, der Tag und halt das Spiel, wobei ich bei Spiel noch ein bisschen das weiterziehen muss, dass man das Spiel auch lesen kann. Und dort werdet ihr auch informiert werden, ob es halt, ja, also falls der Stream abgesagt ist, dann wird das da drin stehen. Also falls ich nicht kann oder verreist bin oder keine Ahnung, wird das dort drin stehen. So, und um auf das zweite zu kommen, ich werde wahrscheinlich freitags doch wieder anfangen. Jedoch mit, ja, so mehr in Richtung Point-and-Click-Adventures. Und zwar habe ich mir auch schon das Labor rausgesucht, was ich da machen möchte. Und zwar fehlt mir bei Deponia noch ein Teil, das ist Doomsday. Und der beginnt quasi, ja, am Freitag. Und ja, ich habe noch diverse andere Point-and-Click-Games. Und mal gucken, ob ich da noch weitere, ja, spielen werde, was sehr wahrscheinlich ist, weil das ist einfach mal eine willkommene Abwechslung für mich momentan. Ja, und da wird es dann ab Freitag losgehen. Ja, ansonsten, ihr kennt das Programm momentan. Jetzt am Samstag findet wieder Borderlands Pre-Sequel statt und den übernächsten Samstag wenn nichts dazwischen kommt, geht das Pokémon Nuzlocke Silver Race Challenge oder so weiter. Ja. Und sonntags halt, da ist jetzt momentan von Assassin's Creed Origins das DLC dran und danach, das wird ja relativ bald der Fall sein, wenn es gut läuft, übernächste Woche, je nachdem wie lange das DLC ist, kommt interessanterweise nicht Odyssey, was als nächstes kommen würde, sondern ich mache quasi einen kleinen Sprung zurück Richtung Teil 3, beziehungsweise neben den Teil 3, und zwar zu Liberation Remastered. Ich möchte mir diesen Teil mal vornehmen und gucken, ob dieser Teil jetzt wirklich so, ja, jetzt wirklich so lala ist oder ob der im Grunde recht okay ist. Ja, das ist so im Groben das, was euch die nächsten Wochen erwarten wird. Programmtechnisch geht es jetzt mit Halo weiter, wie gesagt, und ja, mit Project Zero 2 am Samstag. Nach Halo werde ich, glaube ich, wieder ein Mega Man spielen. Und zwar Mega Man X6 habe ich ja noch in meiner Liste drin. Davon gelistet. Und das wird dann wahrscheinlich ab diesem Zeitpunkt, wo Halo 2 endet, wird dann im Rauf von Montag dieses Spiel starten. Und was nach Project Zero 2 kommen soll, das muss ich mir noch überlegen. Ja, das war's soweit von Infotime. Habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Bis dahin und ciao.